Daniel Bierhoff kam 5:1 gegen Wacker Innsbruck. Das kann sich heute sehen lassen, oder? Ja, war gut. Wir haben jetzt auch gestern noch relativ normal trainiert, auch nochmal Gas gegeben. Und die Jungs haben es heute sehr, sehr gut umgesetzt. Und ja, war ein guter Test für uns. Und auf den muss man es einfach aufbauen. Wie zufrieden waren Sie mit den Neuzugängen Tim Rieder und Prinz Owusu? Ja, Mossi hätte vielleicht ein Tor gewünscht, aber er hat sich gut bewegt vorne. Er hat dann auch die Bälle gut festgemacht. Tim hat eine sehr gute Partie gespielt, finde ich, sehr viel Ruhe ausgestrahlt hinten, vor allem auch in der Spielöffnung. Im Allgemeinen eigentlich gut hinten rausgespielt, in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen mit zu viel Risiko. Aber in so einem Testspiel, klar, dann lässt man auch mal die Jungs dann laufen, da korrigiert man nicht zu viel, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Also war das die richtige Antwort auf das Toto-Pokalspiel? Kann man schon so sehen, oder? Ja, solche Spiele gibt es immer wieder mal, wo es einfach nicht so läuft. Und für mich ist immer wichtig, wie ich schon gesagt habe, dass die Reaktion kommt und die kommt bei meiner Mannschaft immer. Und dass man mal so ein Spiel drin hat, das ist nicht schön, aber dann sprechen wir drüber und dann versucht die Mannschaft das nächste Mal wieder besser zu machen. Und wenn sie es dann macht, dann ist das auch in Ordnung. Im Toto-Pokal geht es gegen die Spielfänger und Unterhaching. Kommt dieses Duell schon zu früh? Ja, ich denke, dass es auf jeden Fall zwei Mannschaften sind, die auch den Anspruch haben, vielleicht das Ding auch zu gewinnen. Und dementsprechend wird dann eine Mannschaft schon mal ausscheiden. Die anderen freuen sich, die wollen noch weiterkommen. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, trotzdem eine tolle Sache, weil das Grünwalder Stadion wird dann voll sein. Es hat dann trotzdem Pokalatmosphäre. Beide Vereine freuen sich drauf. Also, wie gesagt, ich glaube, ein tolles Spiel.